Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, wieder mit Professor Dr. Bernhard Österreich von der Theologischen Hochschule in Friedenzau ein ganz, ganz spannendes Thema zu behandeln. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind bereit für die kommende Sendung. Ist gut. Freut mich sehr. Vielen Dank. Haben uns in den letzten zwei Sendungen in die Welt der Bücher und in die Welt der damaligen Zeit hineinversetzen lassen, was hochspannend gewesen ist, weil es doch Ähnlichkeiten gibt, aber schon Unterschiede in der Art und Weise, wie geschrieben wurde, wie publiziert wurde. Aber der lesende Mensch ist geblieben. Und was heute dran ist, ist ein hochspannendes Thema deswegen, weil ich, glaube ich, in meinem Pastorendienst in den 17, 18 Jahren schon 100-mal diese eine Frage gestellt bekommen habe: Wie kommt es, dass genau die Bücher in die Bibel gekommen sind und keine anderen? Wer hat das gemacht? Wie hat es funktioniert? Warum sind gerade die Bücher die richtigen gewesen? Den ganzen Komplex der sogenannten Kanonbildung, den wollen wir heute versuchen, kurz zu beleuchten. Da bin ich ganz gespannt. Gleich als Anfang die Frage: Die verschiedenen Schreiber der Bibel, haben die eine Vorstellung davon gehabt, was aus ihren Büchern eines Tages mal werden wird? Sie wussten nicht, dass wir das nach so vielen Jahren als einen biblischen Kanon lesen, also eine verbindliche Sammlung von Schriften. Sie wussten es nicht. Welche Texte dabei sein würden, wussten sie auch nicht. Allerdings gibt es für so eine Sammlung ein Vorbild, und das ist die Sammlung der Texte Israels, also was wir heute das Alte Testament nennen. Die wurden regelmäßig in den Synagogen gelesen, immer wieder, und waren verbindliche Texte. Also ein Modell für Kanonbildung gab es schon, aber es gab den Kanon nicht und keiner hatte je eine klare Auswahl getroffen. Wenn Paulus zum Beispiel Briefe schrieb, dann setzt er voraus, dass sie in der Gemeinde gelesen werden. Er schreibt das sogar in manchen Briefen: Seht zu, dass ihr das vor allen vorlest. Also das war der übliche Weg, in den Gemeinden, wenn die Versammlung zusammen war, die Texte vorzulesen. Aber er wollte auch, dass viele das lesen. Also an manchen Adressen schreibt er in die Korinther, an die Gemeinde in Korinth und alle, die gläubig sind. Also da hat er schon dran gedacht, das soll verbreitet werden. Aber er wusste nicht, dass das für lange Zeit verbreitet wird. Er dachte an seine Zeit. Und die Schriften sind ja unterschiedlicher Art. Wir werden uns in den nächsten Sendungen mal ganz genau anschauen, wo der Unterschied zwischen Evangelien, Briefen und so weiter ist. Aber wenn jetzt ein Paulus, ein Jakobus oder wie sie alle heißen, jetzt einen Brief schreibt, haben sie ja in der Regel erstmal so einen Adressaten vor Augen, also eine spezielle Person, eine Kirche. Oder wen haben sie vor Augen, wenn sie sowas schreiben? Also sie haben eine Versammlung vor Augen. Da ist eine Gruppe von Gläubigen, und denen wollen sie etwas sagen, etwas bieten, etwas erklären. Und deswegen, weil sie nicht selber hinreisen können, schreiben sie das in einem Brief auf. Das ist so der Kerngedanke. Sie dachten einfach, das wird dort gelesen und diese Leute geben es auch weiter, wenn sie es für wichtig halten. Und wusste einer von den Verfassern aus dem Neuen Testament von anderen Briefen und Büchern von anderen Verfassern, also kannte Paulus einen Petrusbrief oder ein Petrus einen Jakobus? Das kann man mit Ja beantworten für die spätere Zeit. Also Paulus ist vielleicht der Erste, der Briefe schreibt. Und Petrusbriefe sind später. Und im zweiten Petrusbrief zum Beispiel werden die Briefe des Paulus erwähnt. Ah, okay. Also wie auch unser lieber Bruder Paulus geschrieben hat, in allen seinen Briefen, so wird da formuliert. Und das heißt, es sind viele Briefe bekannt, nicht bloß einer. Da muss also schon Austausch gewesen sein. Und dann wird noch erwähnt, manche verdrehen die und verstehen die falsch. Also es gibt schon eine Art Diskussion über das richtige Verständnis. Aber das ist dann eine Zeit, einige Zeit später. Wäre interessant, so eine Diskussion mal zu erleben, wenn die Apostel mal ein Buch von einem Kollegen mal diskutieren, was sie davon halten. Aber irgendwann mal kommt ja die Idee auf, die verschiedensten Briefe und Bücher zusammenzulegen, ja, und daraus ein Kanon, ein komplettes Buch zu machen. Woher kam denn diese Idee, so eine verbindliche Sammlung zu machen?
die Idee entstand, als die Zeugen, die ersten, die geschrieben haben und die noch was verwussten, direkt wussten von Jesus oder die selber Apostel waren, als diese Zeugen starben. Jetzt war eine Menge Schrift im Umlauf, immer wieder schrieb mal jemand mit berechtigtem Interesse, manche auch mit anderen Interessen als die, die der Kirche dienten. Das ist ganz natürlich, dass da eine Menge entstand. Und viele Einflüsse und viele Wirkungen und auch Meinungen. Und dann entsteht die Frage, ja, wer hat denn nun recht? Was sollen wir denn jetzt, was ist denn jetzt verbindlich oder was gilt oder wie sollen wir das sortieren? Und diese Frage führt dann dazu, dass man so etwas wie eine Art Maßstab setzt. Also Kanon heißt ja eigentlich nur Maßstab. Das soll Maßstab sein. Und wann passiert das? Also die ersten Überlegungen kommen nach der ersten Generation, aber wer setzt sich auf einmal zusammen und wann ist es passiert, dass man da tatsächlich gesucht, sortiert hat und zusammengelegt hat? Also man kann für diesen Prozess sozusagen drei verschiedene Maßstäbe erkennen. Und das beginnt ungefähr im 2. Jahrhundert. Mhm. Also die ersten Zeugen und auch deren unmittelbare Bekannte und Nachkommen sind schon nicht mehr am Leben. Und jetzt viele Geschrifte sind im Umlauf. Was soll gelten? Und da ist ein erster Versuch, da eine Klarheit zu schaffen durch Marzion. Das ist so ungefähr um 140, der ist in Rom aufgetreten und hat ein System geschaffen. Marzion ist also einer, der sagt, wir ordnen das und wir regeln das anhand eines Denksystems. Ich will das mal mit einer Folie einblenden. Kann man das sehen? Ja. Also, da gibt es ein Denksystem, das er aufstellt und sagt, wir machen eine verbindliche Glaubenslehre, die ohne jüdische Wurzeln auskommt. Es ist so ein antijüdischer Impuls dahinter. Und das heißt, das ganze Alte Testament lesen wir nicht mehr. Und aus den vielen Schriften, die umlaufen, dann nehmen wir den Paulus und das Lukas-Evangelium. Noch ein bisschen gereinigt, weil da manchmal auch Alttestamentliches vorkommt. Und das ist dann die Auswahl, die verbindlich ist. So hat er sich das gedacht. Also eine Systematik, ein logisches System. Ein Grund dafür war, im Alten Testament steht, dass Gott zornig ist, dass er Richter ist, dass er auch Strafen schickt. Erst schafft er die Welt, dann bestraft er sie. Und Marzion sagt, das ist doch unlogisch. Da kann es doch gleich besser machen. Okay. Ja, also diese inneren Spannungen und Verschiedenheiten im Bild Gottes, die haben ihn irgendwie, das ist kein vernünftiges System. Er will ein System, eine Klarheit. Und so schafft er einen Kanon, das ist der erste Versuch, Schriften auszuwählen, die gelten und die anderen nicht. Dahinter steht natürlich der Anspruch, wer das Denken richtig kapiert, wer die Sache systematisch durchschaut, der weiß, was richtig ist. Also ein Machtanspruch eines theologischen Denkers. Und dahinter steht die Voraussetzung, das, was wir da im Umlauf haben und was wir da alles überliefert haben, das ist nicht klar. Mhm. Da muss jemand mal mit einem System eingreifen und Ordnung machen. Und das war er. Eine kurze Nachfrage. Wir haben in der vorherigen Serie bei der Kirchengeschichte uns angeschaut, wie die Kirche entstanden ist. Ich meine, wenn das im zweiten Jahrhundert ist, ist ja die organisierte christliche Kirche ja noch nicht etabliert. Welche Autoritäten hatten dieser Marzion in der Szene, sage ich mal, also wenn er das propagiert? Ja, ja. Die Autorität war, dass viele ihm das abnahmen. Ah, okay. Also man musste Konsens schaffen, man musste Anhänger finden. Mhm. Und er fand unglaublich viele. Das hatte Attraktivität. Einmal aus dem Grund der Ablehnung des Jüdischen. Mhm. Nach dem Jüdischen Krieg waren die Juden nicht mehr sehr beliebt, also nach 70. Und dann entwickelte die Kirche so eine Abnabelung, so eine Abgrenzung auch gegen das Jüdische. Das tat er nicht gut, aber es war so. Mhm. Und viele
wenn Marzian jetzt so eine Klarheit schaffte, wir sind eben nicht wie die Juden, wir machen das anders, wir haben einen anderen Text, dann hatte das Überzeugungskraft. Sie sagten, dass er auch das Lukas-Evangelium oder die Evangelien bereinigt hat. Ja. Was bedeutet das? Einfach Passagen weggestrichen oder anders umgeschrieben? Nur das Lukas-Evangelium ließ er gelten. Okay. Matthäus, wie viele jüdische Zitate sind da drin? Das geht gar nicht. Ja? Okay. Und da hat im Lukas-Evangelium hat er auch das rausgenommen, wo es so alttestamentlich klingt. Okay, das war jetzt der erste Punkt in diesem systematischen Denken. Ja. Sie haben gesagt, drei gibt es. Das ist ein Punkt, wie man an diese Sache rangehen kann, an die Frage, was soll denn jetzt nur gelten? Okay. Der zweite Versuch, auch ungefähr im zweiten Jahrhundert, ein bisschen später, so um 165 herum, war der Versuch zu sagen, es gilt das, was das Letzte ist. Also, der erste Versuch war, es gilt, was logisch ist, systematisch. Der zweite Versuch ist, was als Letztes kommt. Montanus trat auf, zusammen mit zwei Prophetinnen. Mhm. Er selber war Prophet und löste eine gewaltige Erweckungsbewegung aus. Und sie warteten auf die Wiederkunft Jesu. Das war ihnen ganz wichtig. Mhm. Und sie sagten, Gott gibt uns Klarheit, Gott gibt uns Anweisung und was wir bisher hatten, das ist ja alles von früher. Aber jetzt kommt die letzte Klarheit, jetzt kommt das letzte Wort Gottes und das letzte Wort Gottes ist das Verbindliche. Der sagt uns, was alles von dem Früheren gilt oder nicht gilt. Okay, und was wäre jetzt nach seiner Ansicht das letzte Wort Gottes? Nach Montanus' Ansicht ist er das letzte Wort Gottes. Ach, er selbst, okay. Ja, alles klar. Er ist das, zusammen mit seinen zwei anderen Prophetinnen, also Maximilla hieß eine und Priscilla die andere. Mhm. Und das begann in Kleinasien, in Phrygien und breitete sich auch gewaltig aus, über das ganze Römische Reich. Also auch wieder viel Konsens. Und diese letzte Offenbarung, die ist dann das eigentlich Richtige. Ah, okay. Das sieht also dann so aus. Dahinter steht ja auch ein Machtanspruch. Ja? Der Machtanspruch ist, das, was neu ist, das ist es. Früheres wird immer überboten durch Neueres. Und die vorhandenen Schriften, die wir schon haben, von Matthäus oder Paulus oder Lukas, ja, die sind ja nicht die letzten. Und da sind noch Fragen offen. Und jetzt muss einer kommen und Klarheit bringen. Also kann man, kurz nachhaken, also kann man sagen, dass Marzion, also der Erste, zumindest die Autorität der Verfasser im Neuen Testament akzeptiert oder sie sogar nutzt, während Montanus sie nicht nutzt als Autoritätsquelle für seine eigenen Ansagen? Oder ist es, tue ich ihm da Unrecht? Man kann das sagen, da ist Marzion sehr viel klarer, aber er geht ja mit der Logik ran. Okay. Und Montanus sagt, wir wollen ja das Frühere nicht wegwerfen. Okay. Das sagt er nicht. Okay. Aber da gibt es so Fragen, wie muss man es jetzt verstehen? Mhm. Also eigentlich ist er die Autorität der verbindlichen Auslegung. Okay. Der will nicht unbedingt wegwerfen, aber ja, da sind doch Fragen offen und was heißt das nun und was bedeutet das für heute? Okay. Und die Kirche, die so ein bisschen gleichgültig geworden war, die wurde aufgerüttelt. Und da gab es eine Bewegung und diese Erweckungsbewegung und auch die erneute Wiederkunftserwartung. Jesus kommt bald und wir sind die Letzten. Ja, diese Idee war sehr stark und hat eine große Wirkung ausgelöst. Okay. Natürlich entsteht sofort die Frage, wenn nun ein noch späterer Prophet kommt, was machen wir dann mit dem? Ja, wer ist denn nur der Letzte? Also da muss man dann sagen, das ist ein Irrlehrer, denn wir waren ja schon die Letzten. So entstehen also auch wieder neue Probleme, so wie bei Marzion, wo dann ein anderer kommen kann und sagen, ich habe ein besseres System oder ein anderes. Entschuldigung, eine ganz kurze Frage. Die zwei oder überhaupt diese Figuren, die dann das so interpretiert haben, haben die auch eigene Schriften hinterlassen, wo sie ihre Idee, ihre Philosophie auch irgendwie verschriftlichen? Oder ist es jetzt nur aus Erzählungen von anderen, die von denen? Also Marzion hat Schriften hinterlassen. Hat geschrieben, wurden weit verbreitet. Allerdings wurde er dann bekämpft. Und so sind von diesen Schriften keine übrig geblieben, nur was die Gegner in ihren Schriften zitieren. Das weiß man noch.
Okay. Ja. Okay. Und bei Montanus war es so, dass man die Schriften dieser Propheten gesammelt hat. Das waren dann wie ein neues Buch, wie ein neues Evangelium. Ja? Und man hat das gesammelt. Auch das ist nicht erhalten, aber eben dadurch, dass man das später dann bekämpft hat. Okay. Diese zwei Kirchen, die montanistische und auch die marzionitische, bestanden jahrhundertelang. Das muss man sich klar machen. Das war keine Kleinigkeit. Okay. Gut. Zurück zum Kanon. Was ist die dritte? Jetzt kommt der dritte Punkt. Nee. Also der dritte Punkt geht so vor. Wir orientieren uns am Anfang der Geschichte. Wir gucken halt zurück, was stimmt. Und der Anfang, wie definieren wir den? Das ist natürlich nicht ganz einfach. Aber der Anfang wird definiert, indem wir sagen, das müssen die sein, die Augenzeugen waren oder mit Augenzeugen Verbindung hatten. Okay. Wie man das immer definiert, ist eine offene Frage, aber so ist das System. Ja, die Augenzeugen sind die, die das letzte Wort haben. Und alles, was später kommt, kann nicht schlauer sein als die Ersten, denn die Ersten waren näher dran. Das System ist so, dass man hier der Meinung ist, wir müssen uns geschichtlich orientieren. Und wenn die entscheidende Sache eine Geschichte ist, dann kann kein späterer einholen, was die Ersten hatten. Denn die sind immer später und immer weiter weg vom ursprünglichen Ereignis. Mhm. Also das ist das System der Geschichte. Ich meine, hat es auch eine natürliche Logik, oder? Also die Jünger, die unmittelbar bei Jesus Christus gewesen sind, die genießen doch auch schon allein durch diese Tatsache eine höhere Autorität als jemand, der in der zweiten oder dritten Generation da gewesen ist, oder? Und das war ja auch schon lange so, dass die ersten Zeugen, die also das alles irgendwie miterlebt haben, oder Paulus, der selber als Apostel gewirkt hat und Gemeinden gegründet hat, dass die hohe Autorität hatten. Das war schon lange Zeit so gewesen. Nur diese frühen Schriften klingen nicht immer ganz gleich. Und da gibt es, wenn man systematisch rangeht, auch offene Fragen. Und da gibt es auch Auslegungsmöglichkeiten, die unterschiedlich sind. Man diskutiert jetzt, wie ist das hier gemeint. Ja? Mhm. Und diese Fragen bleiben, wenn man auf den historischen Anfang zurückgreift, im Grunde im Raum stehen. Das, okay, was wir an Schriften haben von den ersten Zeugen, ist nicht systematisch zu fassen. Da gibt es Spannungen, da gibt es Unterschiede. Und das, was wir da haben, ist nicht so eindeutig, dass man nicht diskutieren könnte, wie ist es gemeint. Mhm. Also dieser Ansatz setzt voraus, das ist ausreichend und klar genug. Und wir brauchen jetzt nichts Neues mehr. Das ist unser Maßstab. Als Vorbild dafür, für dieses Modell, dient das Alte Testament, also die Schriften Israels. Die haben ja auch geschichtlich geordnet. Die haben sozusagen ihre alte Geschichte als Kanon genommen. Wie es alles anfing, wie alles gekommen ist. Das ist das, was wir immer wieder lesen, an dem wir uns orientieren. Und so also kann man auch die Kanonfrage lösen. Und das war dann der Entwurf, der sich am Ende durchgesetzt hat. Also die Marzioniten und die Montanisten sind zurückgedrängt worden. Okay. Am Ende, wer traf denn dann die endgültige Auswahl oder die Entscheidung darüber, welche Bücher dazu kommen? War das ein kontroverser Prozess? Hat man da um bestimmte Bücher gekämpft? Oder war das ein einfacher Prozess, das zusammenzulegen? Also man hat darüber eine lange Zeit gerungen. Die Frage, was sollen wir jetzt nehmen, wenn die ersten Schriften gelten sollen, war ja sofort auf dem Tisch. Mhm. Und jetzt war ja wieder die Gefahr, so wie bei Martion, dass irgendein Kirchenleiter auswählt und sagt, das ist es. Mhm. Und dann vielleicht sein System durchdrückt über die alten Schriften. Aber so funktionierte das deswegen nicht, weil es ja immer Kontrolle gab. Also wenn einer kommt und sagt, das soll jetzt verbindlich sein, das ist der wahre christliche Glaube, dann gibt es welche,
die Alten, die noch einen der Schüler der Apostel kennengelernt hatten, die sagten, das klingt aber anders, als wir das gelernt haben. Okay. Das ist aber komisch, das passt doch gar nicht. Also ich habe das so von dem und dem, den ich noch kannte, nicht gehört. Mhm. Und diese Kontrolle setzt sofort ein. Also es ist hier ein Prozess im Gang, der zurückschaut und nach dem fragt, was am Anfang gegolten hat. Das sind nicht Schriften, ja, die jetzt, denn die Schriften waren ja die Frage, die umstrittenen Dinge, sondern es ist die Erinnerung in der Gemeinde. Was ist uns am Anfang mal beigebracht worden? Okay. Stellen wir vor, so eine Gemeinde wie Korinth, ja, die ja schon von Paulus gegründet war. Und wenn jetzt jemand nach Korinth kommt und was anderes erzählt, dann sagen einige alte Korinther, nee, also mein Vater, der noch den Paulus gehört hat, der hat das aber nicht so gesagt. Da konnte man dann also nicht gegen diese Tradition an. Und man das muss, ist ein wir ganz, haben ja ganz in den letzten zwei Punkt. In den letzten zwei Sendungen haben wir auch gehört, dass mündliche Überlieferung, mündliche Tradition jetzt nicht wie in heutigen Sinne Geschichten erzählen wollen, sondern dass es ein viel höheres Gewicht hatte als unbedingt Dokumente, die irgendwie aufgeschrieben wurden. Das heißt, was sich heute anhört, mein Opa hat mir erzählt, weil er von seinem Vater was gehört hat, würden wir heute wahrscheinlich nicht so als das Qualitätsmerkmal anerkennen und sagen, ja, ach, aufgrund dessen stimmt es. In der damaligen Zeit war das aber durchaus ein Argument. Das war ein sehr starkes Argument, weil die Tradition ja immer übers Hören ging. Auch die Schriften zugrunde legten, haben die ja mehr gehört, als sie selber gelesen haben. Mhm. Die meisten konnten ja auch gar nicht lesen. Das heißt, es ging eigentlich immer übers Hören und übers Gedächtnis. Mhm. Und das Gedächtnis war der eigentlich starke Faktor. Wenn man sich jetzt Gedächtnis meckerte oder aufstand und sagt, nee, dann hatte man als Lehrer einen schweren Stand. Wenn man sich die 27 Bücher aus dem Neuen Testament anschaut, gibt es Kriterien, die man angewandt hat, um diese Auswahl zu treffen? Das wichtigste Kriterium nennt man, es muss apostolisch sein. Das klingt so ein bisschen so wie, es muss von einem Apostel stammen, aber es ist nicht gemeint, es muss ein Apostel geschrieben haben. Wenn Petrus oder Johannes, desto besser. Aber wenn nicht, dann fragt man, ja, hat der irgendwas mit einem Apostel zu tun gehabt? Markus. Markus soll mit Petrus zusammen gewesen sein. Aha, gut, was der aufschreibt, hat er von Petrus und der ist ja Apostel. Ja, oder es gibt auch Schriften, deren Verfasser man gar nicht kennt, auch in der Antike schon nicht wusste, wer das ist. Das ist zwar selten, aber kommt vor, zum Beispiel beim Hebräerbrief. Da streiten sich die Leute, wer hat denn den geschrieben? Mhm. Aber irgendwie merkt man doch, was der sagt, ist in der Linie dessen, was Paulus und was andere sagen. Mhm. Und so haben manche damals den Hebräerbrief einfach zu den Paulusbriefen gerechnet. Und dann war er natürlich apostolisch. Okay. Und in den Schriftlisten steht er oft gleich nach dem Römerbrief. Mhm. Der Hebräerbrief kommt gleich nach dem Römerbrief. Einmal, weil ihm Paulus zuschreibt und zweitens, weil er so lang ist. Die sind nämlich nach der Größe sortiert. Ah, okay. Und dann gehört er dann hin. Also das Gefühl, das ist dementsprechend, was von früher kommt. Das war das Entscheidende. Die Frage, die kommen muss, ist, gab es Fälschungen zu der damaligen Zeit? Es gab ja alles. Es gab Fälschungen, es gab aber auch gut gemeinte Schriften, die unter anderem Verfassernamen umliefen. Also zum Beispiel eine apokalyptische Schrift, die heißt Hirt des Hermas. Ist bis heute erhalten. Warum? Weil sie in einigen Gemeinden gelesen wurde als verbindlich. Okay. Und dann ist sie eben in deren Textbüchern drin gewesen und solche Textbücher hat man dann gefunden und deswegen kennen wir das heute noch. Aber nach und nach in der Diskussion der vielen Kirchen wurde diese Schrift dann aussortiert, sodass wir sie heute nicht mehr drin haben. Okay. Also da ist ein System, man tauscht sich aus und hört auch auf die Meinung des anderen. Der andere sagt, nee, weißt du, das kannst du nicht nehmen. Da ist ja, das hier passt doch eigentlich nicht. Ach so, Und so entsteht so eine Art Konsens über ganz viel Diskussion. Das ist nicht einer, der bestimmt, etwa ein Bischof sagt, so ist es. Wir haben zwar Listen von Bischöfen, der älteste
ist, also solche Listen sind konstatierend. Also was gilt denn zurzeit? Und okay, die schreiben dann, das ist unbestritten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes sind unbestritten und die Paulusbriefe unbestritten. Aber einige stehen in der Liste nicht drin. Zweite, dritte Johannesbrief steht gar nicht drin. Aber gut, und dann gibt es einige, die schreiben, da schreiben sie unten drunter, umstritten sind die und die und die, Offenbarung zum Beispiel. Ja, da weiß man nicht so richtig, was man davon halten soll. Einige nehmen es, andere nicht. Die Frage ist noch offen. Und mit der Zeit klärt sich das. Das heißt, um nochmal das klarzustellen, also wir reden hier nicht von drei Männern, die irgendwo im Raum sitzen, alle Bücher haben und jetzt die Auswahl treffen, sondern das ist ein langjähriger Prozess, wo Dutzende Menschen daran beteiligt sind, vielleicht Hunderte, ich weiß nicht, wie viele Leute daran sich beteiligt haben. Wie lange hat denn dieser komplette Prozess eigentlich gedauert, bis man das herauskristallisiert hat? Die früheste Liste, die wir haben, ist der Kanon Muratori um 170. Okay. Das ist die früheste Liste, die uns erhalten geblieben ist. Und die erste Liste, die Bücher enthält und verbindlich erklärt, die wir heute auch noch haben, die stammt aus dem Jahr 367. Das sind also 200 Jahre später. Okay. Und da hat man, aber das heißt nicht, dass der Prozess abgeschlossen war, sondern das ist eine Stimme, die kommt aus Ägypten und ist der Bischof Athanasius, der das mal sozusagen aufgeschrieben hat, was der Stand der Dinge ist. Und die Sache geht noch Jahrhunderte weiter. Also man könnte sagen, es dauert 500 Jahre. Wahnsinn. Und was heißt denn das? Das heißt ja, man kann doch nicht behaupten, dass die vorher lebten, also nicht den kompletten oder nicht den genau richtigen Kanon hatten, dass die falsche Christen gewesen wären. Ja. Das geht ja gar nicht. Das heißt, der Glaube ruht zwar oder ist vermittelt über diese Schriften der Apostel und der apostolischen Zeit. Aber die Basis des Glaubens ist ja das, was dahinter steht, also was man von Jesus weiß und was Gott gemacht hat und was man dadurch in der Geschichte, was Gott in der Geschichte geschaffen hat durch Jesus, die Kreuzigung, die Auferstehung. Ich denke, dass diese lange Dauer der Zusammenstellung eher ein Qualitätsmerkmal ist, weil, und gerade die ganzen Kontrollmechanismen, von denen Sie sprechen, dass man sich permanent gegenseitig quasi geschaut hat, kontrolliert hat, geguckt hat, dass das durch die Jahrhunderte hindurch sich dann herauskristallisiert als etwas Fundiertes, also mächtig Fundiertes, über Jahrhunderte hinweg. Die letzten ein, zwei Fragen würden mich interessieren. Nun gibt es ja auch Bücher, die außerhalb des Kanons stehen. Wie bewerten Sie diese Bücher? Sind die sinnvoll? Sind die nützlich? Verwirren sie uns nur, wenn wir sie lesen, weil sie anders sind? Wie würden Sie diese Bücher beschreiben? Ich vermute mal, das waren jetzt nicht fünf Bücher, das sind mehrere, oder? Ja. Also ich will mal mit einem Beispiel anfangen. Paulus schreibt im Kolosserbrief, dass er einen Brief an die Laodicea geschrieben hat, eine Nachbargemeinde. Der Brief gibt es nicht. Aber so einige Jahrhunderte später gibt es ihn plötzlich doch. Da gibt es einen, der heißt Brief des Paulus an die Laodicea. Und der ist erhalten geblieben, weil er irgendwo ja auch gelesen und weiter tradiert worden ist. Und dieser Brief ist dann aber von den antiken Christen schon als eine Fälschung enttarnt worden. Also man hat gesehen, der hat einen Haufen Texte aus Paulusbriefen abgeschrieben, damit es so klingt wie Paulus. Okay. Und dann hat er seine eigenen Ideen mit reingeschoben und wollte als Einfluss nehmen auf die Kirche unter dem Deckmantel der Autorität des Paulus. Das ist zum Beispiel so ein, das dauert lange. Und das geht auch nicht überall gleich, sondern einige Ecke glaubt diesen Brief, die anderen Ecke lehnt ihn ab und dann gibt es Diskussionen darüber. Und so zieht sich das lange hin. Anderes Beispiel ist dieser Hirt des Hermas, den wir ja auch noch haben, diese apokalyptische Schrift. Ist ein Erbauungsbuch eigentlich. Lesen wir das heute für unseren Glauben, ist es nicht verbindlich. Wenn ich das aber lese, dann denke ich, die hatten damals ähnliche Probleme wie wir.
Und das ist ein netter Mensch, der das verfasst, der einfach Einfluss nehmen will und an der Müdigkeit seiner römischen Gemeinde leidet. Ja, sowas gibt es ja immer wieder mal. Also man kann etwas aus der Geschichte aus diesen Büchern lernen, eine Menge sogar. Man taucht ein bisschen ein in das antike Leben, wenn man solche Schriften liest. Aber für den Glauben verbindlich ist für mich eigentlich das, was ganz am Anfang war, ja, was Jesus gemacht hat und die Geschichte, die Gott mit Jesus hat. Letzte Frage. Glauben Sie, dass die Auswahl gelungen ist, so wie sie dasteht? Ich glaube, dass sie gelungen ist. Und ich würde sogar sagen, dass sie gelungen ist, ist nicht ohne das Wirken Gottes in diesen Menschen zustande gekommen. Und ich meine jetzt nicht Bischof so und so oder irgendwelche Einzelpersönlichkeiten, sondern die Gemeinde insgesamt wurde in ihrer Auswahl, so sehe ich das, auch durch Gott geleitet. Oder man könnte es auch mit einem Fachwort sagen, Inspiration. Ja? Gottes Geist ist am Wirken, auch in der Auswahl. Aber nicht so, dass jetzt vom Himmel irgendeine Stimme erschallt oder irgendein Prophet auftritt, sondern so, dass die Gläubigen mit den Worten Jesu, sie kennen seine Stimme. Sie hören das und sagen, ja, ja, das ist von Jesus. Das hilft mir im Glauben. Und die Jahrhunderte zeigen, dass diese Schriften im Glauben geholfen haben. Man kann immer noch Fragen stellen, ja, das zum einen oder anderen Buch. Das hört wahrscheinlich auch nie auf. Aber ich denke, im Ganzen ist diese Auswahl gelungen. Sie hat sich für den Glauben bewährt. Vielen, vielen Dank. Jetzt gilt es nur noch, dieses Buch zu lesen und daraus zu lernen. Und da ermutige ich tatsächlich jeden hier, der zuschaut und sich diese Sendung anschaut, das Buch aufzuschlagen und mal zu gucken, was drinsteht. Ich kann es nur empfehlen. Es birgt sehr, sehr viele Interessante für einen selbst. Professor Dr. Österreich, vielen, vielen Dank für die erhellenden Ideen und Worte hier. Es hat mich persönlich weitergebracht, obwohl ich vor vielen, vielen Jahren schon bei Ihnen im Unterricht saß und genau das hier schon mal gehört habe. Aber ich habe mich zurückversetzt gefühlt jetzt gerade in den Unterricht von damals. Vielen, vielen Dank. Alles Gute Ihnen, viele Grüße an die Theologische Hochschule in Friedenzau und wir sehen uns bald wieder. Alles Gute. Tschüss.